In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe der natürlichen Logarithmusfunktion oder ln-Funktion Stammfunktionen bilden kann. Zuerst ein paar kurze Hinweise. In diesem Tutorial wird die natürliche Logarithmusfunktion ln nicht selbst aufgeleitet, sondern nur als Stammfunktion benutzt. Zweitens, ln x ist nichts anderes als die Abkürzung für Logarithmus in Basis e von x und ln ist natürlich eine verkettete Funktion, kurz gesagt, sie besitzt eine innere und eine äußere Funktion. Wir werden gleich sehen, wie das am Rande auch noch für die Aufleitung eine Bedeutung hat. Die Formel, die wir gleich verwenden werden, ist sehr einfach zu verstehen. Viel schwieriger ist zu erkennen, wann man überhaupt die ln-Funktion als Stammfunktion benötigt. Deshalb schauen wir uns kurz ein paar typische Beispiele an. Als erstes, wir möchten natürlich für diese Funktion die Stammfunktion bilden. Und für gewöhnlich macht man folgendes, man zieht diesen x hoch 2 nach oben, also 3 mal x hoch minus 2, wir nennen es das Vorzeichen bei der Hochzahl und beim Exponenten ändert sich dadurch. Und jetzt kann man ganz normal mit der Potenzregel der Stammfunktion Bildung das Ganze aufleiten. Also wir fangen hinten an, die neue Hochzahl wäre dann entsprechend hoch minus 1 und dieser minus 1 kommt unter dem Bruchstrich nach vorne. Und wenn wir das Ganze noch mal ein bisschen sauber darstellen, dann hätten wir am Ende minus 3 durch x. So, jetzt verändern wir diese Funktion nur geringfügig. Das bedeutet beim Nenner, aus x hoch 2 wird x hoch 1 und versuchen die gleiche Taktik anzuwenden. Also, wir ziehen diese x hoch 1 nach oben, dann wird das zu x hoch minus 1. Und wenn wir jetzt versuchen würden, die neue Stammfunktion zu bilden, also wir addieren 1 dazu, das bedeutet die neue Hochzahl wird dann zu hoch 0. Das kann alles nicht sein, x hoch 0 wäre dann 1 und dann verschwindet der ganze Term, da stimmt was nicht. Und das wäre ein wichtiger Hinweis, wann man die ln-Funktion als Stammfunktion benötigt. Genauso sieht es auch hier aus, wenn wir uns jetzt um den Nenner hier eine unsichtbare Klammer mit hoch 1 vorstellen und das Ganze umformen, dann würde das so aussehen, mit hoch minus 1 wieder. Und die neue Hochzahl beim Aufleiten wäre wieder hoch 0. Also auch hier geht es nicht mit der Potenzregel aufzuleiten, sondern wir brauchen die ln-Funktion. Schlussfolgernd können wir sagen, dass die ln-Funktion dann als Stammfunktion benötigt wird, wenn Brüche vorhanden sind, das ist das erste Kriterium, und wenn die neue Hochzahl bei der Stammfunktionsbildung 0 ist. Bevor wir zu der tatsächlichen Formel gehen, will ich noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, dieser Tutorial ist ausschließlich für Abiturienten gedacht, also angepasst an das Abiturniveau. Im Studium sieht die Sache ein bisschen komplexer aus und ich will noch kurz den Unterschied erklären. Wenn wir jetzt die linke Funktion anschauen, dann sollten wir ganz einfach erkennen, dass im Nenner eine lineare Funktion steht. Lineare Funktion bedeutet eine Geradengleichung der Form m mal x plus c, was eigentlich bekannt sein sollte. Diese Art von Funktionen können wir mit der Formel aufleiten bzw. die Stammfunktion bilden. Wenn wir die rechte Funktion anschauen, dann sollten wir erkennen, dass es eine x hoch 3 Funktion ist. Das ist mit dieser Regel nicht aufleitbar, also dafür brauchen wir eine andere Regel, die man eigentlich nur im Studium verwendet. Also, unsere Aufmerksamkeit wird sich dieser Art von Funktion wenden. Und schlussfolgernd können wir dann sagen, für die Abiturprüfung sind nur lineare Terme Nenner von Bedeutung. Und für alle anderen Arten von Funktionen gibt es in anderen Tutorials, in der passenden Playlist in diesem Kanal, das eigentlich für Studenten von Bedeutung ist. Und jetzt wollen wir uns die Formel anhand eines Beispiels zusammenreiben. Also, bevor ich jetzt die Formel angebe, werde ich jetzt versuchen, es erstmal anzuwenden anhand dieses Beispiels, damit ihr versteht, wie es gemeint ist. Also, wir möchten die Stammfunktion und dafür schauen wir uns kurz die obere Funktion an. Also, wir haben einen Nenner, der ist linear, das ist eine Geradengleichung und wir haben oben eine Konstante. Für gewöhnlich macht man das Ganze wie folgt. Man schreibt einen Bruch hin, wo oben die Konstante steht und unten die Steigung dieser linearen Funktion oder auch die Ableitung dieser linearen Funktion, in diesem Fall die 2. Und hinten hängt man einfach das Logarithmus vom Nenner hin. Also ln von 2x minus 3. Und damit alles in Ordnung ist, wir erinnern uns, Logarithmus ist nur für positive Terme definiert oder Zahlen. Deshalb kommen hier drumherum noch Betragsstriche.
Also, das wäre die Stammfunktion. Wie sieht das anhand der Formel aus? Also, wir haben eine Funktion, die vom Aufbau identisch ist mit unserer linken Funktion. Oben a, die Konstante, dann mx plus b. Und wenn wir jetzt die Stammfunktion möchten, dann bilden wir sie wie folgt. Also a durch m durch die Ableitung des Nenners mal ln von mx plus b. Für den Fall, dass das zu schnell ging, schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Ich habe rechts die Formel abgebildet, damit wir sie dann bei den Beispielaufgaben anwenden können. Als erstes, 1 durch x. Naja, also anhand der Formel können wir dann schreiben, groß F von x ist gleich. Also die Konstante a ist 1 durch die Ableitung von x ist ebenfalls 1 mal ln vom Nenner, also ln von x. Und natürlich setzen wir das x im Betragsstrich. Kurz gesagt, die Stammfunktion lautet einfach nur ln von x, wenn wir das Ganze zusammenfassen. Zu unserem nächsten Beispiel. 3 durch x. Das hatten wir auch vorher. Und zwar auch hier probieren wir die gleiche Taktik. Also a ist in diesem Fall 3. M, x abgeleitet, ist 1. Mal wieder mal ln von Betrag x. Zusammengefasst sind das dann 3 ln von x. Jetzt erhöhen wir uns ein bisschen unser Schwierigkeitsgrad. Bei der nächsten Funktion, gleiche Ziel, und natürlich wenden wir auch die gleiche Formel an, die sieht nur ein bisschen größer aus. Also a ist 4 durch 4x plus 3 abgeleitet sind natürlich wieder 4 und dann kommt ln von Betrag 4x plus 3. Dann natürlich noch ein bisschen zusammenfassen. Die Fehler kürzen sich weg und dann bleibt nur ln von 4x plus 3 übrig. Und so ähnlich auch bei unserem letzten Beispiel hier. A ist 7. Die Ableitung des Nenners ist natürlich 2. 2x plus 5 abgeleitet sind 2. Und dann haben wir ln von Betrag von 2x plus 5. Ich glaube, spätestens jetzt ist alles klar. Komplizierter wird es nicht mehr. Nicht für die Abiturprüfung. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar gut gemeinte Hinweise. Die vorgestellte Regel in diesem Tutorial ist für alle Abituraufgaben ausreichend, aber nicht für Studium. Deswegen, für Studium wird eine komplexe Regel verwendet, die ich in einem anderen Tutorial ausführlich behandle. Und es ist natürlich empfehlenswert, dass ihr euch auch noch die Ableitung der ln-Funktion anschaut. Weil ihr so lange ausgehalten habt, noch ein kleiner Mathematikerwitz, natürlich trocken. Wenn ein Mathematiker stirbt, was steht ihm wohl auf seinem Grabstein? Ich verrate es euch, damit hat er nicht gerechnet. Okay, zugegeben, der ist wirklich trocken.